am 24.12. um Mitternacht. Willkommen im Studio, Aufnahmetag 3. Das kleine störrische Liedlein ist immer noch nicht gänzlich eingefangen, aber es hat hier an dieser Stelle, wie ihr sehen könnt, schon mal einen wichtigen Test bestanden. Und der ist, dass man nach einem langen, langen Aufnahmetag am nächsten Morgen, Nachmittag, hineinhört und es immer noch gut findet. Das ist ein ganz, ganz, ganz kritischer Moment, denn manchmal passiert es, dass man mit den besten Gefühlen ins Bett geht und der Meinung ist, man hat was ganz Tolles aufgenommen und man wacht morgens auf und will quasi einfach nur das Blatt Papier zusammenknüllen, in Müll pfeffern und nochmal von vorne anfangen. Schon oft genug passiert, aber wie ihr seht, es bringt mein Gesicht zum Strahlen. Und hier kriegt ihr einen kleinen Einblick, wie es aussieht. Anhören dürft ihr es euch leider noch nicht. Da müsst ihr euch noch ein kleines bisschen gedulden. Aber ihr seht hier schon, wie viele kleine Takes das sind. Also allein das Akkordeon wurde natürlich von zwei Mikrofonen aus zwei verschiedenen Richtungen aufgenommen. Und da haben wir natürlich auch die besten Sekunden aus den besten Sekunden ausgewählt. Und dadurch entsteht dann dieser riesengroße, farbenfrohe Flickenteppich, wie ich gerne sage. Ja, und wie ihr hier sehen und noch nicht hören könnt, ist ja schon ordentlich die Party. Winnie nennt das, was ihr hier gerade seht, den grünen Wackelpudding. Und der sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Hi, Vin. Hallo. Also wir müssen ja heute fertig werden, weil morgen geht's nach Norwegen. Und zwar früh, hoffentlich. Und wir haben schon gesagt, dass das Stadium, in dem wir gerade sind, haben wir normalerweise so gegen Mitternacht erreicht. Dass wir so, okay, wir haben noch... Je nachdem, wie lange wir noch machen wollen, müssen wir das alles jetzt in der Zeit hinkriegen. Und wir sind heute relativ healthy unterwegs. Wir haben jetzt also, scheint so, die linke Hand gestern abgeschlossen vom Akkordeon und heute schon die Vocals aufgenommen, habe ich euch ja schon gezeigt, in dieser Deckenhöhle hier. Und es sieht so aus, als seien die gut und als hätten wir alles, was wir bräuchten. Das heißt, was steht jetzt noch an, Winnie? Jetzt kommt noch die andere Hand vom Akkordeon und dann kommt noch Schnickschnack. Und Schnickschnack darf man nicht unterschätzen. Gerade bei uns beiden, da atmen wir immer aus. Und was wir jetzt ausprobieren wollen, ist, als ob wir eine Kombination aus beiden Akkordeon machen. Also dem kleinen, was da unten liegt, mein Corona-Phone heißt es ja, und dem Karamelloskop. Das Corona-Phone ist ja total verstimmt und das macht aber so einen charmanten, dystopischen Klang aus. Und ich glaube, im ganzen Song geht einem das ganz schön auf die Nerven und warum... einem kleinen verstimmten Akkordeon spielen, wenn man auch ein fettes Geiles hat. Aber so für den Flair überlegen wir, ob wir das ans Intro packen, dass wir das Intro auf dem verstimmten aufnehmen und dann unmerklich rüber switchen, damit es für die Ohren nicht so anstrengend ist und man sich mehr entspannen kann und es mehr Ums hat. Na, Vinny, hast du das richtig erklärt? Sehr gut. Ja, also wir probieren jetzt aus. Wir haben gestern schon geschaut, habe ich auf dem Fetten gespielt, Vinny auf dem Kleinen. Das ist immer witzig, weil er kommt da gar nicht so richtig rein. Und wir haben keinen Bock, das zu verstellen. Und die beiden Akkordeone sind jetzt nicht zu krass gegeneinander gestimmt. Es geht also, dass man die beide hört, weil auf der linken Hand haben wir jetzt definitiv das Karamelloskop und auf der rechten können wir jetzt eben das Coronafon nutzen. Und dann, genau, das probieren wir jetzt aus, wie das klingt. Und dann müssen wir noch ein ganzes Instrumentalstück rausmachen. Dann müssen wir noch eine zweite Stimme zum Instrumentalstück aufnehmen, die gesungen wird. Und dann müssen wir noch zweite Stimmen generell unmerklich drunter mischen, um das Ganze anzufetten. By the way, ich habe gesehen, dass dein Effekt hier, der heißt Streichfett. Und der ist von der Marke Waldorf. Dafür bin ich absolut die Zielgruppe. Streichfett. Ich bin Streicherin. Ich will unbedingt Streichfett haben. Sollen wir das einbauen? Können wir mal gucken. Oh, ich weiß nicht, was es ist, aber ich muss es haben. Okay, Vinny. Es geht jetzt los. Es geht jetzt weiter. Okay. Okay, ciao. Wir haben etwas wenig Platz. Und weil wir hinterher noch Vocals aufnehmen müssen, also Gesang, sind wir hier noch nicht fertig mit der Vocalkabine. Deshalb muss ich jetzt erstmal da hängen bleiben. Ich habe allerdings von dem Gesangsmikrofon dieses Kabel abgemacht. Wir haben nämlich auch eine Kabel-Shortage. Und jetzt nehmen wir erstmal das Schiefe auf. Und das klingt richtig schön verstimmt. Jetzt hören wir mal hinterher, wie sich das anhört. Winnie, wie findest du den Sound? Sehr gut. Schön schief, ne? Schön schief. Kannst du dir vorstellen, dass wir den noch mehr als nur im Intro nehmen? Das müssen wir ausprobieren. Okay, gut. Kurzes Update aus dem Studio, war mittlerweile schon fast Mitternacht. Und der arme Winnie ist schon richtig müde. Der hat nämlich die letzte Nacht nur 3 Stunden geschlafen, weil der musste irgendwas abholen heute Morgen in der Früh. Und wir haben ja bis irgendwie 5 Uhr oder 5:30 oder sowas aufgenommen.
Das hört sich schon ganz gut an. Ich bin schon mega zufrieden. Wir haben jetzt alle schiefen Töne mit dem schiefen Akkorde, mit dem Coronaphon aufgenommen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr geil. Also immer, wenn keine Stimme da ist, sondern nur Akkordeon alleine, also im Intro und im Outro und im Instrumental, nehmen wir das schiefe Akkordeon. Und das wird dann aber zu sehr vom Gesang ablenken. Wir wollen aber, dass es auf jeden Fall diesen schiefen Zirkuscharakter behält. Deshalb benutzen wir die zwei Akkordeone. Die Entscheidung ist getroffen. Jetzt haben wir alle schiefen Parts aufgenommen. Sehr interessant im Übrigen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Weil hier habe ich ein Register. Was ich hier versuche zu erklären, kann man gar nicht mal so gut verstehen, was ich da eigentlich sagen möchte. Also diese fünf kleinen Knöpfe, wo ich gerade auf einen von denen drauf drücke, das sind verschiedene Register. Und die haben Akkordeone, die ein bisschen größer sind als die mini-mini-kleinen. Die haben alle einfach nur ein Register. Dieses Akkordeon hat fünf und das große Karamelloskop hat 10 verschiedene Register. Und das sind quasi Knöpfe, die man drücken kann, um verschiedene Einstellungen zu bekommen. Und das klingt dann unterschiedlich. Die heißen dann Oboe, oder Klarinette oder Geige. Und das sind aber im Prinzip einfach nur verschiedene Möglichkeiten, ob man alles, was man auf der Klaviertastatur spielt, ganz hoch und mega clean, also sauber haben will, oder ganz tief oder beispielsweise ganz tief und ganz hoch gleichzeitig oder in der Mitte oder ganz tief, ganz hoch und in der Mitte oder, und das ist das, was ich hier gerade erkläre, zwei Töne, die genau der gleiche Ton sind, nur von zwei unterschiedlichen Pfeifen gespielt im Akkordeon. Also das Akkordeon hat innen drin ganz viele Pfeifen, so wie in der Kirche bei einer Orgel. Gibt es ja auch verschiedene Orgelpfeifen und da kommt manchmal ja auch nicht nur ein Ton von nur einer Pfeife, sondern manchmal gibt es auch mehrere Pfeifen, die denselben Ton produzieren. Und dieser Knopf, der nennt sich auch Musette-Register, dazu später mehr. Der sorgt also dafür, dass zwei gleiche Pfeifen spielen. Und bei diesem Akkordeon ist das so, dass weil das schon so ein bisschen älter ist und verstimmt, dass ich das besonders toll anhört für das, was wir wollen, weil diese beiden Töne ein ganz kleines bisschen voneinander sich unterscheiden. Das heißt, die reiben sich aneinander. Und das macht halt diesen schiefen Klang aus, dass man im Prinzip zwei Töne hört, die nicht exakt derselbe Ton sind. Und das trifft auf alle Tasten zu, bis auf die Taste Bass. Da haben sich die beiden Töne so verstimmt, dass sie sich im Prinzip auf exakt denselben Ton geeinigt haben. Wie ein altes Ehepaar, was nach vielen, vielen Jahren exakt komplett gleich aussieht. Und dann klingt die ganze Melodie total schön zirkusmäßig schief, außer wenn man auf dem Ton Bass landet. Und das heißt, wir mussten diesen Ton hier extra aufnehmen, um ihn dann reinzuschneiden an der Stelle, an der er zu sauber klingt. Also so eine Rumfickerei machen wir, ne, Vinny? Ja, genau. Und das haben wir jetzt fertig aufgenommen. Und jetzt kommt das cleane Akkordeon, das Karamelloskop. Und das kommt in nur rein, damit man quasi nicht zu krass genervt ist von dem Quietsche-Akkordeon die ganze Zeit. Und jetzt nehmen wir das Karamelloskop auf. Und zwar im schönen Register, das ist dasselbe Register wie das, was ich euch gerade gezeigt habe, nur klingt das beim Karamelloskop nochmal ganz anders. Also dieser Effekt, dass zwei Töne absichtlich ein bisschen gegeneinander gestimmt sind, das ist ein Effekt, der bei einem gestimmten Akkordeon Musette-Register heißt. Das ist der typische Chanson-Klang. Genau, so soll das eigentlich klingen. Also es ist einfach, man hört gar nicht, dass es verstimmt ist. Es hört sich irgendwie einfach so französisch an. Und das klingt aber bei dem Coronaphon halt total Horror-Zirkus-mäßig. Aber das wollen wir ja, das ist halt ultra cool. Aber so ist es eigentlich gemeint. Und diesen sehr, sehr schönen, wunderschönen Klang benutzen wir jetzt während dem Gesang, ein paar Fills zu spielen. Und Fills sind halt Dinge, die halt füllen. Also kleine Melodien, die genau an der Stelle reinkommen, an der kein Gesang ist. An dem der Sänger, die Sängerin atmet. Und das kann ich sehr gut, weil das mache ich auf der Geige ständig. Das ist mein täglich Brot, Fills zu spielen. Immer genau dann, wenn gerade eine Phrase endet, wenn der Sänger atmet, dann mache ich eine kleine Melodie rein und es hört sich dann insgesamt sehr, sehr toll an, weil sich gegenseitig die Instrumente, also Gesang und Geige beispielsweise, Platz nehmen und geben. Das ist immer sehr, sehr schön. Und deshalb machen wir jetzt gleich ein paar Fills mit diesem geschmackvollen französischen Musette-Register hier auf dem Karamelloskop. Genau. Vinny, bist du ready? Noch ein bisschen Ordnung. Eine Sekunde. Was bedeutet das genau, wenn du Ordnung machst? Dass ich diese ganzen Spuren jetzt mal so verstecke, dass sie mich nicht irritieren, wenn ich sie alle gleichzeitig sehen muss.
Genau, das sieht nämlich aus wie der reinste Flickenteppich. Selbe gesungen, nur dass bei der einen Stelle irgendwie das ganz sanft gesungen ist, bei der anderen ein bisschen härter und man dann von hier den Anfang und von da das Ende genommen hat. Das sind also diese ganzen Fäden, die man da sieht, die sich zu diesem krassen Flickenteppich zusammenweben. Und wir sind noch lange nicht fertig. Das heißt, wenn wir fertig sind, wird es noch deutlich komplizierter aussehen. Das zeige ich euch dann am Ende mal. Und genau, wenn wir uns das quasi gegen eine Version entschieden haben, dann bringt es ja nichts, dass sie da die ganze Zeit noch rumfliegt und wir die ganze Zeit sehen. Das heißt, Winnie lässt die jetzt gerade verschwinden. Die ist aber immer noch da, falls beispielsweise ich mal Popel singe und dann da total viel Luft drin ist und es am Ohr knackt. Dann guckt Winnie, ob ich irgendwann mal Popel gesungen habe und es nicht am Ohr knackt. Und dafür ist es immer gut, wenn man die noch behält, weil irgendwas braucht man bestimmt noch mal irgendwo. Deshalb löscht er die nicht. Und er behält die, aber er macht sie so weg, dass wir die nicht die ganze Zeit sehen müssen. Dass wir einen cleanen Teppich sehen und keine riesen Durcheinander. Ich hatte gerade einen kleinen Breakdown. Ich habe gerade zu Winnie gesagt, wir haben schon den Gesang aufgenommen. Der Gesang ist schon gut. Normalerweise ist das Gesang ja das, was im Fokus ist. Kein Problem, ich mache den Gesang, ich bin happy. Kein Ding, ich singe es 1 Million Mal. Aber bei Instrumenten, Akkordeon sowie Geige. Johannisbeer-Sorbet habe ich. Ja. Ja. Von Erdbeeren habe ich auch. Ja, ich will, jetzt muss Winnie mir Eis holen, weil ich bin so am Ende. Das war so anstrengend, Winnie. Ja. Oh. Jedenfalls bei Instrumenten, wenn man Instrumente aufnimmt, dann kommt man so an seine eigenen Grenzen als Musikerin. Man wird so damit konfrontiert, was man kann, was man nicht kann, wie lange man braucht für was, wie lange man braucht, was zu lernen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Stellt euch die Situation vor, dass ihr einen Faden in ein Nadelöhr fädeln wollt. Kennt ihr das, wenn man das lang probiert und es nicht funktioniert, dass man irgendwann, also bei mir ist das so, so einen feinmotorischen Overkill kriegt, dass man so, und dann kann man gar nichts mehr Feines machen. Kennst du das, Winnie? Mhm. Wenn du was ganz Feines machen willst, danke. Zum Beispiel einen Faden in ein Nadelöhr fädeln. Dass es ein bestimmter Moment kommt, wo ich ausflippe. Es kommt ein Moment, wo ich zittrig werde, wenn ich versuche, mich zu konzentrieren. Und dann kann ich auch 5 Minuten Pause machen, das ist dann immer noch so. Ja. Kennst du das? Ja. Und ja. Den gibt es auch beim Instrument, wenn man zu lange sich richtig doll konzentriert und was versucht, was man nicht so gut kann, dann ist es genau wie dieser Moment mit diesem Faden, wo man drin austickt und sagt, ich muss jetzt sofort aufhören. Ich muss jetzt sofort aufhören. Winnie, du bist. Winnie ist immer eine Mut. Winnie, du mit diesem Sorbet-Karton. Das ist geil. Ach. Aber wird gut, ne, Winnie? Das wird super. Naja. Ich glaube, ich habe nur noch ein Lustlevel übrig. Mhm. Wie viel hast du noch? Also, ich bin halt völlig drüber. Eieiei, da haben wir uns ja wieder reingeritten. Noch so viel zu tun, nur noch so wenig Zeit und so wenig Lustlevel. Leute, ich war so frustriert und ich fühle es richtig mit, wie krass das war, weil ich einfach so gerne diesen Song mit auf diese Reise nehmen wollte, weil ich das Gefühl hatte, in Norwegen passiert irgendetwas. Ich werde an irgendeinen Ort kommen, wo diese Melodie eingefangen werden möchte in Form eines Videos. Und ja, ich sollte recht behalten, deshalb bin ich im Nachhinein so dankbar, dass wir an dieser Stelle einfach durchgezogen haben. Wir waren nämlich echt kurz vorm Aufgeben, haben gesagt, weißt du was, das ist zu knapp, das ist zu übers Knie gebrochen. Dafür ist der Song zu wertvoll und zu schön, als dass wir den jetzt hier runterbrechen. Aber wir haben durchgezogen und darüber bin ich unendlich dankbar. Mit ein bisschen Sorbet sieht die Welt ja auch schon wieder ganz anders aus. Ja, und dann ging es schon am nächsten Morgen los auf große, große Reise. Oh, wie lange ich schon darauf warte, diese Bilder mit euch zu teilen. Macht euch gefasst auf eine wirklich besondere Reise mit alten und auch neuen Gesichtern und Abenteuer, was so deutlich nach Lagerfeuer riecht über den kleinen Bildschirm, dass man förmlich danach greifen kann. Freut euch auf die nächsten Videos. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Und ich bin so gespannt über eure Kommentare. Wirklich, das ist meine große, große, große Freude, von euch zu lesen, wie ihr das Video fandet, wie es euch gefallen hat. Wie fandet ihr die Erklärungen zum Musette-Register und zum Akkordeon? Ist das alles eine riesengroße Rumnörderei für euch? Oder findet ihr es interessant? Wusstet ihr das vielleicht schon? Es gibt ja auch die Musikrichtung Musette.
Musette, die für mich immer ein Zeichen dafür ist, dass mir auf jeden Fall gefällt, wenn ich Musette irgendwo eingebe, dann finde ich es auf jeden Fall immer toll. Übrigens, das Lied, was ich da vorhin angespielt habe im Musette-Register, heißt Sous le ciel de Paris, unter den Himmeln von Paris, und ich liebe es so sehr. Es gibt eine Akkordeon-Version, die gefällt mir so gut, die tue ich euch mal in die Infobox unter diesem Video, dann könnt ihr euch die anschauen und auch das schöne Musette-Register bewundern. Gespielt von Gisella oder auch Giselle, peut-être. Ja, und unten in der Beschreibungsbox, falls ich das noch nicht gesagt habe, findet ihr auch den ganzen Adventskalenderplan. Falls ihr also nicht wisst, was jetzt morgen ist und wo es jetzt übermorgen was gibt, wann nochmal die Weinprobe ist und wo nochmal der Link dazu ist, den Wein zu bestellen, das findet ihr alles in der Infobox. Also schaut einmal nach. Ja, und am gespanntesten bin ich auf eure Kommentare bezüglich des zweiten kleinen Puzzlestückchens, was ihr gesehen habt am Anfang des Videos mit der Kerze und dem Farn. Ich bin so gespannt, was es für Assoziationen bei euch weckt, wie ihr das findet, wie ihr euch das Video vorstellt, was sind das für Gefühle, die in euch hochkommen. Ich bin so gespannt, davon zu lesen. Bitte, bitte teilt mir eure Eindrücke. Es ist so spannend für mich, diese ganzen kleinen Puzzlestücke für euch vorzubereiten und euch die stückchenweise wie in einer kleinen Schnitzeljagd vor die Füßchen zu legen. Also lasst es mich gerne wissen. Ja, wie es hier mit dem kleinstörrischen Liedchen weitergeht und der Aufbruch auf große Abenteuerreise, seht ihr am Mittwoch. Am Freitag habe ich nochmal eine ganz andere kleine Überraschung für euch. Und am Sonntag, ja, da ist Fernwehzeit. Wer es also bis jetzt noch nicht in die Tasche geschafft hat, hopp, hopp, rein da mit euch. Denn das Sonntagstürchen ist sehr besonders und findet ausschließlich in der Tasche statt. Und dort gibt es natürlich auch noch die anderen tollen Lesentürchen. Also ihr Lieben, ich verabschiede mich von euch. Ich freue mich mega über eure Kommentare und sagt bis bald, ihr Schönen. Habt's schön und vergisst nicht, ein bisschen Sorbet zu snacken und auf dem Teppich zu liegen, wenn das Lustlevel niedrig ist. Küsse an euch. Ich hab euch gern. Bis bald.